Okay, ich glaube, es nimmt jetzt auf. Willkommen zu einer neuen Folge Secret of Mana. Die letzten Male war ich ja allein. Heute ist ein neuer Teamkamerad bei mir. Aber ich lasse erstmal nicht zu, dass das ein CPU ist, sondern uns begleitet wieder diesmal Schlange. Yeah, erinnert euch noch an ihn aus dem Devil May Cry Part 3, glaube ich, war das. Part 3 und 4. So, wir haben jetzt das sah aus wie eine Ananas, den Boss hier vernichtet. Und jetzt müssen wir zum Lava-Tempel. Ich muss noch kurz die Ausrüstung einmal machen. So, ein Zusatz, wir haben jetzt von Pfeil und Bogen dazu bekommen. Hier gilt wieder dasselbe Prinzip, dass wir diese aufleveln können. Der Bogen im Boomerang befindet sich noch für meinen Charakter auf 0-0. Für die Schlange ist es dann... Ich muss hier alles komplett aufleveln. Ja, ich glaube, ich muss ein Tick lauter reden. Ja. Jetzt muss ich mal gucken, was für mich ist zum Aufleveln. Erstmal sehr gut. Wie ist dein Mikro jetzt wirklich leiser geworden? Was ist denn passiert? Ich schrei schon ins Mikro rein. Kaufen. So. Achso, das Beste wäre erstmal, guck mal nach, was du überhaupt kriegst. Ob du schon Items anhast oder nicht. Nee, gar nicht. Ja. Nee, nichts. Nee, das kannst du ja noch nicht anziehen. Das wäre ja nur dir. Mhm. Hast du ich nichts anderes? Nichts. Ah, okay, dann kaufen wir jetzt neue. Okay, du brauchst einen davon. Du musst dich entscheiden, willst du über die Bronzekette oder die Rüstung? Ich glaube, die Rüstung wäre erstmal besser. Weil die gibt dir mehr Verteidigung. Ah, sie hat was. Ja, doch. Ja, jetzt hast du nichts an. Jetzt kannst du auch verkaufen. Okay. Für den Anfang ist es noch ein bisschen schwer, weil du hast nur 40 Lebenspunkte. Und, das war ein Fehler, so viel zu kaufen. Wir können jetzt noch, nehmen jetzt kein Geld erstmal zum Schmieden. Wir hätten noch die Lanze schmieden können und... Und wir kriegen dazu noch eine Waffe. Und zwar die Axt. Der Vorteil für diese Axt ist, die grünen Schleimbälle, die wir... Oh mein Gott, wir haben kein Geld. Lieber nicht. Ja toll. Ich habe kein Geld, den ja. Dann verkauf erstmal ein paar Rüstungsteile von mir. Ja, wir haben jetzt dann umsonst das Geld ausgegeben. Halt mein Herz. Ja, das wusste ich jetzt nicht. 100. Nicht genug Geld. Ja, dann komm, dann gehen wir kurz raus und killen ein paar Viecher. Hier unten. Ich dachte, ich hätte genug gelevelt. Ich habe ziemlich viele Viecher vernichtet. Ne, wir müssen nach rechts. Ein bisschen grinden ist auch nicht so schlimm. Da ja, können wir leider auch nicht längst. Hier können wir auch noch nicht, also war das auch mal wieder ein Fehler. Ach hey. Dann lass laufen. Da hängen geblieben. Ja, hier ging's weiter. Ja, ich bin im Level gestiegen von Level 1 auf Level 2.
finde das wirklich so albern, ey. Wieso kann ich nicht selber entscheiden, ob ich so einen seitlichen Hieb machen will oder einen Stich? Ja, das macht er ja von selber. Also wenn er am Boden liegt, kann man ihn, glaube ich, schon zweimal schlagen. So schnell schon Level ab. Okay, lass mal kurz gucken, wie viel wir bis jetzt gesammelt haben. 103, aber wir lassen noch ein bisschen sammeln. Weil dann können wir noch. Wow! Au! Ich muss aufpassen, die können einen vergiften. Warte, lass mal gucken, kriegen wir noch weiterhin Knete für die? 127. Und was jetzt? Ja, wir können die öfters vernichten. Das war zu viel. Oh, das war jetzt scheiße. Aber eine Waffe ist auch abgelevelt. Ja, können wir gleich zeigen, wie das aussieht. Vernichtet die gleich mit einem Schlag. Ah, das Gute ist, dein Schaden lässt jetzt auch zu Boden fallen, die Gegner. Ja, man sieht. Ja, wir laufen jetzt einmal hier rein und dann laufen wir wieder zurück und vernichten. Man sieht gleich, dass der Kobold nicht waffenfertig, keine Waffenfertigkeit besitzt. Es ist mehr auf Magie ausgerichtet. Die ich leider noch gar nicht besitze, oder? Nee, das kommt dann noch später. Das finde ich so ja, dämlich. Mal Treffer, mal nicht. Jetzt deine Waffe gestiegen. Ach so, das habe ich ja vergessen. Am besten wäre das, wenn ich. Nee, die Waffe habe ich schon. Nicht mal die Waffe jetzt. Ah. Ja. Jetzt können wir hier runter wieder. Was für Level hast du denn überhaupt schon? Keine Ahnung so richtig. Kann ich hier gleich gucken. Ja, das ist diese Paralyseballon, den ich von euch erzählt habe. In der letzten Episode. Ja, komm doch da raus. Wir müssen noch der Schwabbel. Die Axt ist sehr effektiv gegen die. Ah, das Schwert aber auch. Naja, ich habe damit 50 mal hingeschlagen und die haben meistens alles abgewehrt. Na, warte kurz, gucken, wie viel Geld haben wir. 300, ja. Der Boomerang ist auch eine gute Waffe, fliegt einmal durch alles. Ja, okay, lass weiter, lass nicht zu lange hier bleiben. Wird sonst auf Dauer langweilig. Ja.
Okay, das allererste, wir können... Okay, jetzt die Axt besorgen. Hey, die Axt können wir... Ja, lass die Axt besorgen. Dann können wir noch ein paar Waffen upgraden. Lass der Geld dafür willen, so einen Hals abschneiden. Nichts ist umsonst auf dieser Welt. Ja, gib her, nehme ich gerne. Ja, ich will noch nicht den Geheimgang. Ich will Waffen upgraden. So, was können wir denn? Ich spiele, ja. Die ganze. Ah, zum Glück. Ich mag den Bogen nicht. Und, warte, wie sieht das aus? 36 zu 33. Die Lanze ist wohl immer stärker. Wenn die auf demselben Level ist. Da ist wieder diese Halsabschneider-Katze. Ja. Ah, meist hat sie auch natürliche Sachen. So wie eine Walnuss. Ah, speichern hier. Speichern wir mal auf zwei Ständen. Hat er überhaupt was Gutes? Ja, die Knete dafür haben wir schon mal nicht, aber gucken schadet ja nicht. Hast du das? Nein, wir brauchen jetzt erstmal nichts. Außerdem ist er zu teuer bei ihm. Das können wir auch immer. Ja, aber da tauchen doch später diese Viecher auf, diese Kung-Fu-Wölfe da oder was es auch sind. Haben wir so ein Wiederbelebungswasser? Nein. Aber da, wir treffen nochmal auf die Katze, bevor wir dann da ankommen. Das ist das Gute, dass man zu zweit ist. Da kann man diese Viecher sofort vernichten. Wenn man allein ist, ist das so bescheuert. Da muss man immer so rumhalten. Ich weiß gar nicht, den Computer man kann den Computer ja auch offensiv und defensiv stellen. Ja, aber... Ja, stimmt, ja. Ein Schlag. Ja. So, wir müssen zum Hexenwäldchen, ja. So, sieht man schon diesen Fake da. Die sind alle... Ach, ich kann das nicht... Kannst du nur mit dem Schwert oder mit der Axt? Ach so. Noch ein weiteres Feature der Waffen habe ich völlig vergessen zu zeigen. Wo ist das Level? Wenn man auf die Waffe rauf geht, dann steht immer, was für Zusatzattribute die Waffe gibt. Hier zum Beispiel beim Schwert erhöht Beweglichkeit und Ausweichen. Was ist bei der Lanze? Gar nichts. Bogen? Gar nichts. Axt auch gar nichts. Ja, liegt daran, dass sie alle auf Level 1 sind, aber das Schwert zum Beispiel ist auf Level 2. Vielleicht ist es auch abhängig von den Charakteren. Das weiß ich nicht. Weil... Guck mal nach. Guck mal beim Schwert. Nee, ist alles das Gleiche. Guck mal, was steht noch auf dem Schild? Hexen. Achso, habe ich ja gerade geguckt. Okay. Warte. Ah, komm hier.